das übernehmen. So, jetzt rein in die Pick-and-Man-Phase. Alistair ist raus. Auf deiner Seite Gangplank, Kalista auch weg. Interessant, Kalista auf 6.6 finde ich kein Bann-Champion mehr. Und so hat er aber wohl andere Erfahrungen gemacht. Ich würde mir wünschen, dass Fury hier auf den Siegerpick geht. Würde meines Erachtens dem Team viel Stabilität bringen. Blue and White natürlich, nicht Black and White, mein Fehler. Manchmal spreche ich schneller, als mein Gehirn denken kann. Poppy auch noch raus, Nidalee raus. Und Ryze, mein Gott, das ist doch... Das ist für mich eine Unverschämtheit, Ryze zu bannen. Der Champion ist so weak. Na gut, gucken wir mal, vielleicht werde ich da noch eines Besseren belehrt. Aber man nimmt jetzt als First Pick erstmal Corki mit. Ein Champion, den man flexen kann, Mitte und auch auf AD möglich. Auf AD meistens, wenn du zum Beispiel einen Varus auf dem Midlane hast, also einen AD-lastigen Midlaner, sonst fehlt dir einfach der AD-Damage. Auf dem Midlane allerdings deutlich stärker einzuschätzen. Kindred auf der anderen Seite finde ich fast schon einen bisschen besseren Pick. Klar, Maxim ist kein Fan von... Und auch Sola tut sich da definitiv schwer mit, aber sie haben halt einfach die EU-Erfahrung und wir haben hier die Korea-Erfahrung. In Korea ist dieser Champion einfach Bombe. Mit Fever of Battle, mit Verschlinger und dann geht's ran da. Ambition sowieso einer der besten Kindred-Spieler der Welt. Sein Game gegen Rockstar wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Das war einfach die größte Demütigung, die Peanut wahrscheinlich je erfahren hat. Keine Sandra-Bann übrigens, das heißt, Coco kann ja immer noch für die Sandra gehen. Wäre allerdings jetzt mit Corki meines Erachtens kein guter Pick. Wobei sie wäre, die Sandra halt echt eine schöne Comp wäre. Aber die Sandra auf der Toplane gegen Trundle. Malphite jetzt reinzupicken, da wäre kompletter Bullshit. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Tja, was kann's werden? Ich hätte mir für Longzhou ja eine Sivir gewünscht. Die ist jetzt dadurch, dass man den Corki hat, nicht mehr so wahrscheinlich. Corki ist nicht... Was macht der da? Du wirst ja wohl nicht selbst da den Kehlkopf anprügeln wollen. Okay, heute bin ich ein bisschen verwirrt von dem, was die Menschen da machen. Und es wird Elise Maokai. Und gerade damit wäre jetzt zum Beispiel eine Sivir so ein starker Pick. Aber ein Corki profitiert nicht so stark von der Sivir Ult wie andere Midlaner, wie zum Beispiel Lissandra. Also der Corki First Pick ist, finde ich, mittlerweile in der Meta, wo man Hard Engage Comps wieder sehr gut spielen kann mit einer Sivir, nicht mehr ganz so stark. Crown auf Vasir. Kann ich mir gut vorstellen. Gerade auch mit der Kindred Ult gibt es ja ganz schöne Zusammenhänge, die man ziehen kann. Sehr. Der ist wohl... Erkältet man einige und damit kann man die Halsschmerzen verhindern. Ich weiß nicht. Noch nie gehört, kann aber natürlich gut sein. Lucian und... Oh, das ist doch sinnlos. Dann nimm Jhin. Jhin! 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 Das ist Lucian, nicht Jhin! Ach mein Gott! Bitte! Jhin Varus ist komplett broken. Varus Lucian ist komplett... Was weiß ich? Random. Entweder spielt Core JJ keine Jhin, oder man hat hier einfach keine Eier. Das Ding ist halt, du gehst für eine Full AD Comp mit einem Lucian. Lucian ist nicht so der Poke-Champ. So, du könntest hier eine Combo spielen, die extrem gut auf hoher Range agieren kann. So, auf der anderen Seite hast du jetzt quasi ein easy life, weil du kannst Elise und Maokai werden extrem tanky werden, extrem viel Armor bauen. Okay. Wirklich Jace? Okay. Wirklich Jenna? Was? Okay. Ich muss sagen, dass ich von dieser Pick-and-Bun-Phase nicht komplett überzeugt bin. So, dass das Longzhou hier geplant hat, eine Hard-Engage-Comp, ist sehr gut gegen eine Poke-Comp.
Und da hat man sich entschieden, ach, wisst ihr was? Wir können gegen eine Pokémon auch selbst eine Pokémon spielen. Was so vom Gedanken her, Gang her nicht komplett falsch ist. Es geht wirklich relativ gut. Und hat sich dann dazu entschieden, hier einen Jace mitzunehmen. Für mich das Problem nur, wenn du siehst, dass auf der anderen Seite zu viel AD-Schaden entstehen wird, dann ist es immer sehr, sehr gut, wenn du möglichst viele Tanks spielst. Also eine 3-Mann-Frontline mit dem tankigen Support, der halt eben auch noch ein bisschen Rüstung bauen kann. Meistens ist da nicht viel drin, weil du wenig Gold hast, aber zum Beispiel ein gefrorenes Herz ist durchaus etwas, was eine realistische Variante für einen Alistar ist zum Beispiel. Und stattdessen hast du jetzt hier Jace, Bart. Klar, ist ein super Playmaker-Champion. Gerade die Ultimate kann auch sehr, sehr schön benutzt werden, um eben Gegner unter Druck zu setzen. Um dann eben den Gage zu finden. Auf der anderen Seite jetzt die Santa, also der Trundle wird auf die Support-Position gehen. Die Santa meines Erachtens kein guter Pick in Maokai. Hier ein bisschen Verlegenheitsoption, weil du weißt, du brauchst noch AP-Damage. Die Sandra und Cannon sind die besten dafür auf der Top-Lane. Du hast jetzt auch ein bisschen mehr Hard-Engage mit dem Varus zusammen und der Lisandra, das ist ganz gut. Und du kannst die gegnerischen Carries in Position halten. Also es ist in Ordnung insgesamt. Aber es ist relativ klar, dass Jace hier für Leute umgehen wird und dann auch gegen Lisandra halbwegs sicher ist. Fällt mir schwer zu beurteilen. Ich finde, beide Seiten haben hier nicht das Beste aus ihren anfänglichen Picks gemacht. Hongso hat sich so ein bisschen mit dem Corki-Pick selbst beschnitten in ihren Möglichkeiten. Und jetzt werden wir hier also tatsächlich dann QV auf Lisandra sehen und keine Support-Lisandra, wie wir sie in China schon mal gesehen haben. Nein, nein, das wird hier die Top-Lane-Lisandra. Support-Trundle ist ganz okay, weil die Gegner haben Maokai, du kannst ihnen quasi die Ultimate geben und dann ist Maokai verhältnismäßig squishy. Also die zu viel AD-Comp aus Sicht von Samsung wird hier keinen Einfluss haben, denke ich, weil Trundle die Resistenzen von Maokai wegnehmen wird. Es sind immer nur zwei tanky Targets da, weil man eben nur eine 2-Mann-Frontline spielt, was meines Erachtens ein großer Fehler ist. Und Lisandra hat eben auch diesen Split-Damage macht. Im Vision auch pro Hit 60 magischen Schaden, das ist auch in Ordnung. Insgesamt muss ich sagen, ist die Comp von Longso für mich angenehmer zu verstehen, aber das mit Samsung kann funktionieren. Auch wenn ich halt finde, dass man hier viel, viel Potenzial verschwendet hat, da nicht für Jin zu gehen. Gucken wir mal, wie es wird, gucken wir mal, wie es ist. Gucken wir erstmal rein in den Trailer. Viel Spaß damit. Hat irgendwer von euch eine Neigung zu epileptischen Anfällen? Also das ist eine ernst gemeinte Frage, weil das Intro von der LCK wirkt mir mit diesen schnellen Rotierungen für mich persönlich ein bisschen anstrengend so. Und ich frage mich, ob das für andere Menschen ein Problem darstellen könnte. Crone hat sich hier für Heal entschieden auf der Midlane mit Varus. Das denke ich vollkommen in Ordnung. Keystone Masteries, oh. Triple Thunderlord. Sieht natürlich bedrohlich aus, ist allerdings tatsächlich auf jeden dieser Champions Standard. Außer bei Jace, da könnte man sagen, dass da auch ein Deathfire Touch eine sehr, sehr gute Wahl wäre. Und auf der anderen Seite hat sich Varus eben genau dafür entschieden. Henry kam gerade rein und meinte, dass sein Twitter voll gespammt sei. Ich danke euch ganz herzlich dafür. Oh Mann, ich liebe die LCK-Community. In A ist natürlich viel mehr los. Ne? Da sind wir 17, 18, 20.000. Auch da ist natürlich immer jede Menge Spaß dabei. Aber hier gerade die Zeit zwischen den ersten und dem zweiten Best of 3, die können wir immer so gut nutzen, um einfach Blödsinn zu bauen. Und das habt ihr heute wieder eindrucksvoll getan. Ich danke euch dafür, wer es nicht mitbekommen hat. Ich hatte darum gebeten, den Hendrik Ruhe vielleicht mal zu schreiben, dass Johnny doch ein super toller Spieler ist. Und hier sehen wir gerade den Level 1 Power Spike vom Bart. Ist wahrscheinlich der abartigste Champion auf Level 1. Einfach wegen dem verstärkten Auto-Attack und seiner Möglichkeit, früh im Spiel zwei Leute zu stunnen. Und Trundle ist jetzt hier auch drin. Der macht genau dasselbe. Das ist einfach so unfassbar nervig. Jace kriegt allerdings den Red Buff. Ich finde, das ist halt das einzig Lustige an den Lane-Swap, ne? Dass die Supports halt komplett I don't give a damn sind. Und halt einfach nur komplett nerven. So muss das sein. Das ist doch kein Blödsinn. Nein, 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 nein. Das ist ganz, ganz wichtige Arbeit, die wir hier verbringen.
Ich weiß nicht genau, was Bart hier vorhat, aber was auch immer er vorhat, er tut nicht mal im Ansatz was Sinnvolles. Er kann entweder auf die Top-Lane gehen, um XP zu sharen, oder er geht mit seinen zwei Leuten im Jungle und hilft denen, aber einfach nur rumzuchillen. Gar nicht so effektiv, ist jetzt auf dem Weg zur Top-Lane. Wir sehen den ganz normalen Lane-Swap. Corki, Bart sind hier den Lane aus dem Weg gegangen. Ich denke, dass es allerdings eher ein Predictor-Lane-Swap war, sodass man gehofft hat, okay, Samson wird dieser Lane aus dem Weg gehen, wie wollen sie spielen? Denny Lane ist sehr potent, Bart ist ein Lane-Bullier geworden, er war am Anfang sehr schwach auf der Lane. Ist mittlerweile unglaublich stark. Also, wer Bart unterschätzt auf den ersten Leveln, der wird mal gerne aber dann da weggesneakt. Das wissen natürlich alle, die das Spandauer Inferno verfolgen, weil Kutscher halt einfach ein awesome Bart-Spieler ist, ne? So, wir sehen hier auf Varus übrigens den Mana-Kristall als erste Wahl. Sehr, sehr farmorientierte Variante. Aber er hat jetzt das Problem, dass... Nein, nicht lenken, jetzt... Oh, Cocoon eingeflasht, aber sofort gegengeflasht von Crone. Gute Reaktion hier von ihm. Muss seinen ersten Summoner-Spell ziehen, aber das war natürlich vollkommen in Ordnung. Ich freue mich immer noch darüber, dass Hendricks Twitter scheinbar leicht am Explodieren ist. Ja, ich danke euch, meine Freunde. Hier oben sehen wir jetzt ein ganz normales Zurückbouncen, Zurückspringen in dieser Lane. Gefällt mir sehr, sehr gut. So spielt man es halt eben auch, ne? Kein Fehler da. Jetzt werden wir allerdings höchstwahrscheinlich trotzdem den Reverse Lane Swap sehen. Corki und Bart schon auf dem Weg zum Botlane. Werden da den Turret reinpushen und werden da eben sich den zweiten Turret sichern können. Maokai pusht oben auch schon ein bisschen rein, um einfach in der Lage zu sein, die Gegner ein bisschen zu delayen beim Vorhaben, den zweiten Turret zu nehmen. Bart jetzt mit dem Journey of Life. Wenn QV ein bisschen aufpassen muss, hat er vielleicht ein bisschen disrespected, was Pure da an Distanz zurücklegen kann. Aber die Vision ist außergewöhnlich gut hier für Samson in dieser Phase im gegnerischen Botside-Jungle. Das haben sie gut gemacht, deswegen hier keine Überraschung. Obwohl Bart eben durch Wände gehen kann. Das ist quasi der Geist der Kluft. Und Coach AJ, man könnte jetzt hier sagen, ey, der pusht doch gar nicht richtig. Was macht der da? Es ist eben, das Ziel ist, eine möglichst große Wave aufzustauen von das Ganze. Denn nur dann bist du in der Lage, so einen Turret in einem Push zu nehmen. Wenn du einfach nur 6 Minions, also genauso groß, ist ja eine Standard-Wave, zum Turret jagst, dann hast du da keine Möglichkeiten, den Turret so früh zu nehmen. Das ist übrigens für alle, die im Hyrule unterwegs sind und ab und zu in Open mitspielen. Übrigens auch eine sehr gute Variante, beim Inhibitor da die Wave aufzustauen, um dann eben möglichst schnell die Nexus-Höhe zu nehmen. Das sind so kleine Feinheiten, die man halt erst lernt, wenn die Gegner ständig Open mitmachen oder man selbst, ich weiß ja nicht. Ja, eine etwas traurige Entwicklung aus meiner Sicht, aber so ist es halt eben. Ne? Die Leute wollen immer mehr Zeit sparen, alles muss zeiteffizienter werden. Und so spielt man weniger und ja, das ist wohl das Ziel von allen. Samson jetzt hier sehr früh zum Harald gegangen, zum Harry. Der wird hier jetzt gleich wieder bis auf die Boxershorts ausgezogen und darüber hinaus. Dann kriegt man seine Seele und mit der hat man eben nochmal eine Verstärkung auf Condition. Oh, Freights hatte hier ganz gut kassiert von eben diesem. Und unten Longsu parallel dazu. Drossnip-artig das Ganze halt eben aufgebaut. Jetzt auf den Weg, den Drachen zu machen. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat Trundle hier gerade den Harry-Buff bekommen. Einziges Merkwürdige ist, dass sie da die Schön noch nicht geklärt haben. Jetzt mit dem Harry-Buff sollte das möglich sein. Vielleicht hat man sich da mit den zwei Leuten doch einen Ticken zu früh zurückgezogen, um da eben den Harry zu machen. Hey, da sollte alles gut gehen. Man ist zwar später dran, allerdings ist das kaum bemerkbar. Im Lane-Swap da was rauszuholen. Die Teams sind zumindest in der LCK so routiniert darin, dass es hier selten Überraschungen gibt. Jetzt die Wave natürlich wieder zurückgestaut, um halt eben Farm zu ermöglichen. Maokai darf hier gerade ein bisschen farmen. Den Farm wird er wahrscheinlich dann allerdings auf Dauer doch abgeben. Oh nein, Corki geht jetzt auf die Top-Lane. Das ist interessant. Dadurch, dass die Wave auf der Bot-Lane hin zu Maokai pusht, würde man normalerweise den an D-Carry hinschicken, weil er am Gold-intensivsten quasi ist und da dann sehr, sehr früh die Möglichkeit hätte, einiges an CS einzufahren. Stattdessen schickt man da jetzt gerade Maokai hin und Corki auf die Top-Lane. Parallel dazu nimmt Lissandra eben auch oben die Wave. Also die Toplaner kriegen hier gerade ein bisschen mehr Farm zugeschustert als normal. Maokai geht jetzt allerdings auch in die Base. Ich weiß nicht genau, was der Plan von ihnen ist. Das ist jetzt hier gerade eine Rotation, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. So, Pink wird geklärt. Oh, das hier sofort von Maus die Ultimate mit der Läuterung beantwortet. Ich versuche gerade ein bisschen den Twitch-Chat mitzulesen, aber ich komme nicht ganz mit. Und hier sehen wir den Cocoon gegen Drone. Der hat noch einen Summoner-Spell, aber das reicht nicht. Weil er den auch gar nicht benutzt.
chancenlos hier. Ja, das ist natürlich der Preis, den man manchmal zahlt, wenn man hier den Twitch-Chat versucht zu studieren. Denn das ist wirklich eine Wissenschaft für sich manchmal. Bis ich da verstehe, worum es geht, da sind schon wieder Kills gefallen. Und das ist in der LCK natürlich etwas, was eher selten passiert. Allerdings gerade dann will man natürlich vor Ort sein. Also da tut es mir leid, dass das hier gerade nicht genug gewürdigt wurde. Was hier allerdings jetzt gewürdigt wird, ist dieser Botlane-Push. Ich hatte es ja gesagt, Maokai geht Base und ich habe keine Ahnung, was er da bezwecken wollte. Und jetzt war er in der Base und hat hier mal locker 6, 7, 8, 9, 10 Minions verloren. Ja, 10 waren es definitiv nicht, aber viele Minions verloren. Und vor allem auch einen halben Turret so. Also war das ein geplanter TP-Play? Weil dann ist er ungefähr 12 Minuten zu früh dran, er hat noch keine Homeguards. Klar, du kannst doch schon vorher einen TP-Play machen, aber ich weiß ja nicht, ne? Merkwürdig. Sagen wir einfach mal merkwürdig. Auf der Midlane beide natürlich mit der frühen Träne. Interessant übrigens die Herangehensweise. Jace ist der Champion, der die Träne schneller stacken kann als Varus, weil er kürzere Cooldowns hat und mehr Spells, mit denen er das Ganze stacken kann. Da müssen wir ganz kurz hier einen Schluck trinken. Und trotzdem ist er der, der schneller Richtung Mana Mune geht. Mana Mune gibt ihm die Möglichkeit, auch mit Auto-Attacks zu stacken. Das ist sehr, sehr gut, gerade auf Champions, die sehr langsam darin sind, die Träne zu stacken. Also das eigentlich... Oh, Kindred hat ihn bekommen. Smited vorher, damit Varus ihn finishen kann, aber keine gute Absprache in dem Moment. Und Kindred bekommt ihn dann noch über den letzten Hit. Er hat den Smite überlebt mit 32 HP. Varus hätte instant dann drücken müssen, aber dazu kam es nicht. Und das ist natürlich jetzt bitter für ihn. Jace kann das wahrscheinlich sogar bestrafen, indem er jetzt die Wave gegenpushen kann. Normalerweise sollte ein Varus in der Lage sein, die Wave immer schneller zu pushen als ein Jace. Dadurch hat er dann, kann er Druck aufbauen auf die Sidewaves. Er ist natürlich jetzt nicht so der überragende Ganker, aber er sollte trotzdem im Normalfall in der Lage sein, einfach dadurch, dass er nicht sichtbar ist, auf den Sidelanes einen gewissen Druck aufzubauen. Hier sehen wir Expression bei dem Versuch, alle Last Hit zu kriegen. Das sollte ihm ja auch relativ gut gelingen. Er hat sich hier für Double Dorans entschieden und danach Richtung Magieresistenz aufgemacht. Lissandra hat hier deutlich weniger Gold gerade in den Items. Geht jetzt auch in die Base, also da wird sie nochmal nachlegen können. Ich bin gespannt, womit. Stab der Zeitalter wird es wohl als Item werden. Es könnte auch in dieser Richtung noch Richtung Höllenzepter gehen, aber es scheint mir... Na gut, Triple AP auf der anderen Seite, Corki, Elise und Maokai, das geht schon, aber auf der einen eigenen Seite halt wieder wenig AP. Das ist ein bisschen dieselbe Argumentation, wie ich sie heute schon mal bei Ken gemacht habe. Das geht natürlich. Um Rechtschreibfehler kümmern sich ja sehr, sehr gerne die Mods, sofern sie denn anwesend sind. Weiß nicht, ob sie gerade da sind. Shai oder Delfinato sind eigentlich die normalen LCK-Mods hier. Oh, QB! Das war risikoreich und dafür könnt ihr ihn sogar bestrafen. Er muss vielleicht ulten. Nee. Jazer geht nicht weiter hinterher. Hat hier zwar Red Buff und Red Smite, aber zu wenig Vision hier. Isano muss trotzdem sofort in die Base. Also das war mutig, da einfach mal so über die Wall zu gehen. Hat er natürlich überhaupt keine Vision. Hat er einfach nicht erwartet, dass da eine Spinne ist, aber auch schon ein hohes Risiko. Ambition, oh, gecatcht worden jetzt hier vom Stun, aber er geht einfach weiter. Rocky in dieser Phase noch nicht in der Lage, einen Gegner von 100 auf 0 zu pullen. Gerade auch, weil er hier Fade hat statt Glanz. Die Variante, mit der du mit normalen Auto-Attacks halt ein bisschen mehr Schaden machst. Aber du hast ja nicht diesen krassen Burst-Bonus, den dir eben Glanz verschaffen kann. Und hier auf der Midlane sehen wir jetzt das, was ich schon angesprochen hatte. Ah ja! Caster mit den AFK. Ambition! Wow! Der ist einfach tot! Du hast deine Ultimate! Die R-Taste! Heute wieder in meine Nicht-Nutzung geraten. Pure hat auch keine Ultimate, das heißt, man kommt hier wahrscheinlich nicht mehr ran. Aber Expression, der hat noch Flash. Geht der jetzt wirklich darüber? Do it! Flash! Nein, das Portal, das ist natürlich auch eine Lösung. Und jetzt kann man aber flashen. Flash, weh, wo sind denn deine Eier? Wo sind die denn? Hat Elise denn? Oh, jetzt flashst du, ist das dein Ernst? Expression, also viel zu spät hier. Oh, wie ärgerlich. Natürlich war das hier gut, dass er nicht geflasht ist, während Bart noch sein Journey up hatte. Aber danach einfach zu spät. Ah, da kam der Null-Filter wieder aus mir raus. Als ich an Dentist denken musste, da war es schon wieder vorbei. Junge, Junge. Also das hier eine verschenkte Chance für die Jungs von Longzhu, die dann noch mehr hätten rausholen können. Aber auch so ist es natürlich befriedigend. Das ist hier halt einfach der Moment. Drake wird jetzt hier mitgenommen. Freunde, das kann man halt auch mal machen, ne? Den nimmst du einfach, ist der zweite, kriegst ja quasi geschenkt. Zum jeden dritten Kill kriegst du halt einen Drake dazu. Oh, es waren jetzt zwei. Dann halt zum jeden zweiten.
Die Konditionen sind da wechselnd. Wir sehen es jetzt nochmal ein bisschen. War der durch... Oh, Weltklasse von Chaser. Aber, ich bin mir nicht sicher so. Ein bisschen... Es kann gut sein, dass der durchzieht. Bei 1,6 Sekunden geht der Cocoon in dieser Phase. Kann gut sein, dass er da echt keine Chance hatte und ich ihn da gerade zu Unrecht ein bisschen angegriffen habe dafür. Oder es auf seine Tastatur zurückführen wollte. Aber trotzdem sehr, sehr schön von Chaser. Vor allem, die Sache ist, er hat nicht Cocoon Flash gemacht, sondern Flash Cocoon. Das heißt, er war sich hundertprozentig sicher, er trifft ihn. Und über die kurze Distanz kann Ambition dann auch nicht gegenflashen. Das ist quasi der Unterschied so. Der eine macht den Cocoon Flash hinterher, wenn er trifft. Der andere flasht, um den Cocoon hundertprozentig zu treffen. Und das war hier ganz, ganz großes Kino von ihm. Deswegen auch sofort mein Weltklasse-Ausruf. Einfach weil das halt eben genau das ist, was die, ja, Spreu vom Weizen trennt quasi. Pure immer noch nicht Level 6, wäre für ihn sehr, sehr wichtig. Bart hat mit dieser Ultimate halt einfach nochmal deutlich mehr Einfluss. Für einen Trundle ist die Ultimate natürlich in Teamfights auch relevant, aber ich würde sagen, Bart hat da ein bisschen mehr von. Gerade im Lane-Swap sind die Supporter halt einfach chronisch unterlevelt. Das kennt ihr selbst. Die sind da halt einfach 2, 3, 4, Level 5 sogar manchmal unter ihren AD-Carry und dann halt dementsprechend nochmal mehr unter den Midlaner. Das ist halt einfach doof. So, also Langeweile kann man heute der LCK wirklich nicht vorwerfen. Also eben im Game Malzahar, das alleine war spektakulär. Das letzte Best of 3 war fantastisch und auch dieses Spiel ist bis hierhin ja alles andere als langweilig. Also sind wir mal ehrlich. Und jetzt ist Pure hier allerdings wieder im Bedrängnis, kriegt nicht den Stun raus. Also eigentlich müsste er da mal angegangen werden, aber er geht mit dem Journey raus. Schön langes Journey auch gesetzt, also das hat er sehr, sehr gut gemacht. Coco, was kannst du hier noch reißen, ist die Frage. Wie hoch wird sein Einfluss sein? Mana Mude, wie gesagt, jetzt früh fertig. Dazu noch ein bisschen Rüstungsdurchdringung. Er macht halt echt guten Schaden in dieser Phase. Vor allem, wenn wir mal gucken, das Team von Samsung wird halt nicht viel an Resistenzen aufbauen können. Kindred baut für normalerweise, für gewöhnlich keine Rüstung. Nelisandra wird ein Sturmglas bauen, aber hat erst ab der Zeitalter, also ist das delayed. Varus, der baut auch keine Rüstung, so was soll der bauen? Schon mal ein Varus mit Randuins gesehen, nicht relativ selten. Quasi nie. Trundle, ja, der kann ein bisschen Rüstung bauen. Frozen Heart, also gefrorenes Herz. Fände ich da keine schlechte Option, aber da wird Coco halt echt durchrasieren können. Auf der anderen Seite geht fast dasselbe, weil ich hatte es ja schon angekündigt, ne? Nur in einer abführenden Zwei-Mann-Frontline mit Corki, mit Maokai und Elise, aber es sind halt immerhin zwei Mann. Auf der anderen Seite hast du da gefühlt nichts. Also gerade im Midgame glaube ich, dass Coco hier wirklich das Spiel komplett dominieren kann, wenn er gut performt. Er hat hier immer mal wieder Tage, wo man sich denkt, yo, ist schon wieder Samstag und Sonntag oder warum spielt er so NA-lastig? Aber manchmal eben halt auch Tage, wo man denkt, Zucker, meine Freunde. War das eine Montage oder ist das hier tatsächlich gerade Live-Gameplay? Das ist halt so ein bisschen die zwei Gesichter von Coco, die wir in freudiger Abwechslung sehen dürfen. Wenn wir jetzt sehen, dass er mithilfe des Harry-Buffs ein bisschen mehr Druck ausüben kann, als ihm das bis jetzt gelungen ist. Pure wieder unterwegs, aber er kriegt halt einfach keine XP. Also zumindest nicht allzu viel. Freight hat jetzt schon sein Level 6 und er nicht. Das ist überraschend, weil man Bart ja zumindest immer so als diesen Roam-Champion sich vorgestellt hat, aber so viel ist es dann tatsächlich nicht, wie er kriegt. Chat wird nach meinem Shampoo gefragt. Oh, Coco wird jetzt hier angegangen. Ich muss das leider verschieben, meine Styling-Tipps. Und Chaser versucht jetzt hier mit der Spinne die Leute wegzuhalten. Das hier ist eine gute Kopierung von Long. So, aber klasse, Varus Ultimate gegen Fury, der wird einfach weggehauen. Lucian haut da seine Ultimate mal drauf, nach zwei Double-Hits, ausgelöst durch seine passive und guten Einsatz seiner Spells. Also Corki disrespected da mal kurzfristig die Varus Ultimate Rage und das wird sofort bestraft und die gute Rotation von Longsword, die ich angesprochen hatte, die könnte jetzt hier auf einmal nach hinten losgehen. Freight überlebt das hier, man kann ihn nicht killen, vielleicht wollte man stattdessen auch die Wave nehmen, jetzt geht man da mit Expansion rein, Jace konnte allerdings sich die Wave klären, hier die Bard Ultimate, frage ich mich so ein bisschen warum, aber ein klasse Double Stun, aber der CC, der ist immer noch da, QB, jetzt in der Ultimate, ist der in der Kindred Ultimate, jetzt schon, ja, kommt mit der Kralle raus, der überlebt das, Wahnsinn! Dass er das überleben darf, ist einfach unverschämt. Er geht da rein und, naja, was soll man sagen, das war alles andere als optimal hier, aber mit Kindred und Lissandra Ultimate kommst du halt auch sowas auch nochmal raus. Die doppelte Ich-komme-aus-dem-Gefängnis-Freikarte hilft dir wirklich weiter. Oh, schön von Coco da. Versucht da die Recall-Plätze abzugeben mit seinen Schüssen. Tja,
wenn Jace die Minions getroffen hätte, die Caster Minions, dann wären die weg gewesen. Gucken wir uns das hier gleich nochmal an. Oh, die Szene hatten wir doch schon durchgesprochen. Na gut, also sehr, sehr schön hier von Lucian. Wie gesagt, zweimal den Double Hit ausgenutzt, Dash. Und jetzt sehen wir hier die andere Szene hoffentlich auch noch in ganz einfach. Achtet auf Coco, also Jace, der gleich die Caster Minions nicht trifft. Hier. 3, 2, da. Wenn er da auf die Caster Minions geht, dann hat man hier schon die Trill-Akku drauf. Die Bard Ultimate war dann eher so, naja, aber wegen den wunderschönen Doubles dann, muss man sagen, war es dann komplett worth. Jace mit einem schönen Cocoon. Und dann gelingt einem hier nicht der Instant-Finish. Weil Elise auch ein Ticken zu weit weg steht für meinen Geschmack an QV. Wollte dann den Schaden der Ultimate entgehen. Aber das nicht ganz worth. Goku wird jetzt hier... Na, no, nevermind. Pure kriegt den Schaden ins Gesicht. Aber da hat man gesehen, eine Bard Ultimate kann den Unterschied machen. Und zumindest der Follow-Up darauf hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. So, hier der nächste Jace bei der ins Gegnerteam reinfliegt. Auf der anderen Seite eben der Arrow. Oder der, ja, Arrow ist es doch bei Varus. Die Diskussion habe ich eben schon einmal geführt. Die führe ich nicht ein zweites Mal. Yumu ist jetzt auf beim Midlane, aber es ist halt Mana-Mule gegen eine verdammte Träne. So, das ist halt nix. Und ich sage halt immer wieder, Jace kann dieses Spiel dominieren. Er muss halt jetzt nur groupen und richtig reinhauen. Er hat hier 20 Rüstungsdurchdringung. Das ist schon, es ist natürlich nicht viel so wirklich, aber es ist halt beim Gegnerteam, wo keiner Rüstung hat, eine ganze Menge. Er wird sich definitiv wahrscheinlich noch einen Hex-Drinker holen. Definitiv wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Johnny und die deutsche Sprache, ne? Dem Blut. Oder was hatte ich heute? Dem Blut. Irgendwie sowas. Ab und zu hängt man da mal daneben. Ihr müsst mir das verzeihen. Ich bin ja auch schon wieder seit 7 wach für euch, ne? Das ist ja wahre Liebe. Was haben wir hier an Stacks? 16. 16 Stacks, na gut. Das ist in Minute 19. Wie würden Dentist und ich jetzt sagen? Ausbaufähig. Ausbaufähig, meine Freunde. Da geht noch mehr. So. Ja, dann Minion, sag ich mal nichts zu, ne? Ist, Lasagne-Code, ne? Ich habe mir überlegt, Spaghetti trifft es irgendwie nicht ganz. Das sind dickere Nudeln. Das sind ja Bugs, die sind ja... Das sind ja keine Spaghettis, das sind Lasagne-Nudeln. So, die Vision hier von Onze gefällt mir sehr, sehr gut. Schöne Pink Wards. Coach AJ. Baby. Nee, das reicht nicht von der Range. Also wenn er das wusste, dann Respekt. Ansonsten, dann hat er nämlich Steier aus A, aber ich glaube nicht. So, Pure versucht hier immer mehr die Vision auch tiefer in die gegnerische Hälfte zu befördern. Gefällt mir gut. Ich finde es auch gut, dass Longsu hier keine Zeit investiert, Vision rund um Nash aufzubauen, weil das ist gerade einfach kein realistischer Bait so. Samsung klar, die. Wow! Seht ihr, das meine ich! Coco kann hier einfach an jeden so viel Schaden machen. Brave kriegt hier keinen Coup von Fury ins Gesicht. Ich weiß nicht genau warum. Kann eigentlich nicht auf Cooldown gewesen sein. Muramana jetzt fertig bei Jace. Groupen! Oh mein Gott! Grouped! Habt ihr das nicht gesehen? Das ist wie früher mit Diddly. Ocho GG, der hat Rabon uns einen Blue Buff Group. Instant Group. Das ist halt einfach, das ist der Moment, wo du wissen musst, jetzt geht's los. Level 13 Power Spike. Groupen! So, stattdessen jetzt Fury auf der Botlane. Tut es. Das sind 2 Minuten, die sind egal. Jetzt geht man hier rein und Crow, guck dir das mal an. Der ist vom Erdboden verschluckt worden. Chaser zur Stelle holt sich hier mit den Flash-Cocoon den Gegner. Crow konnte diesmal nicht gegen flashen. Chaser macht für mich eine sehr, sehr gute Partie hier auf seiner Elise. Immer wieder an den Aktionen beteiligt. Jetzt kommt QV dazu, aber jetzt sind sie gruppiert. Longsu kennt jetzt kein Halten mehr. Von oben kommt Lissandra, muss man natürlich aufpassen. Fury in der 1 gegen 1 Situation gegen Core JJ muss da aufpassen. Schafft das hier allerdings gut. Musste jetzt einen Trill-Hit kassieren, aber hat gut Damage dagegen machen können. Da hat Lucian einiges kassiert, muss ich jetzt hier zurückziehen und das sollte eigentlich die Möglichkeit sein. Crown! Nein, da steht keiner mehr. Ist übrigens auch Coco und nicht Crown. Beide fangen mit C an, da ist mein Gehirn manchmal so ein bisschen überfordert. Trotz meinen ausgeprägten Gehirnlüftern ist dann hier ab und zu mal Überhitzung angesagt. Ich meine übrigens meine Geheimratsecken für alle, die den Joke nicht verstehen und den Humor nicht mit Löffeln gefressen haben. Freunde, es sieht so aus, als hätte Long so langsam verstanden, was ihre Comp hier ihn tatsächlich machen kann. Jace ist mit diesen Items, jetzt wird nochmal 10 Armor-Pen dazukommen, denke ich mal, Rüstungsdurchdringung.
Gucken wir uns das nochmal an. Ja, den muss er flashen. Den muss Crone flashen und stattdessen Flash gucke. Ich glaube, das war nicht notwendig. Hat er vielleicht seinen Schaden einen Ticken unterschätzt. Oder ich überschätze ihn auch. Das ist möglich. Ein BS-Sword. Das tut natürlich weh. Das tut natürlich jetzt weh für die Gegner. Da hast du nochmal ordentlich Bums mehr dahinter, als es eben schon war. Cool und Induction Boots natürlich auch noch. Also. Eieieiei. Jace ist gerade der unumstrittene Babbo auf dieser Map. Im Mission. Der ist von seinem Verschlinger immer noch. Ja, meilenweit. Ist das richtige Wort? Ich denke schon. Entfernt. 22 Minuten 23. Was macht der Knabe denn den ganzen Tag? Hat eigentlich einen guten Farm. Also, da kann man nicht allzu viel Vorwurf machen. Ich erinnere mich an das Game, wo er bei 14 Minuten sein Verstänger hatte. Liegt natürlich immer daran, wie viel Harry, wie viel Drake. Und da sieht man bei Lonzo einfach 3 und bei denen 0. Show. Passiert ein Coup, der ist Half-Life. Verdammt nochmal Half-Life. Und er kann sich keine Rüstung kaufen. Es gibt einfach kein vernünftiges Item. Oh, Corky einmal über die Map geflitzt. Und Drone ist schon wieder tot. Und die Spectator, die sind überfordert. Die wissen nicht mehr, was los ist. Weil der Schaden, der ist so instant da. Und jetzt muss hier Coach AJ rausgehen. Dodge die Bardoid. Aber er flasht hinterher. Trotzdem kann Coach AJ rauskommen wegen dem Instant-Flash dagegen. Er hat das hier mechanisch wirklich nah an der Perfektion gespielt. Ihm kann man hier keinen Vorwurf machen. Aber es geht weiter. Und Lonzo, ich hatte ihre Comp kritisiert. Und ich muss rückblickend sagen, komplett zu Unrecht. Denn hier den Jace zu picken gegen eine Comp, die kaum Armor bauen kann, ist einfach exzellent gewesen. Er macht den Damage des Todes. Jetzt hier an Drew dran und da hat man schon mal die erste Hälfte. Ja, okay, der Ball, der war jetzt eher was für die Galerie. Einmal komplett daneben, damit ihn auch jeder auf der Map sehen kann. Und jetzt die Rotation hin zum Nash. Man hat die Vision. Ich habe Longso dafür heute schon ein paar Mal gelobt, dass sie diese Vision einfach exzellent aufgebaut haben. Einmal die magische Reise bitte hin zum Nash. Und jetzt geht's hier natürlich dran. 5-Mann-Bollwerk versucht, den jetzt hier zu vernichten. Wenn die Sandra da rankommt, dann können sie da vielleicht noch was machen. Den Nash schmilzt allerdings weg. 2000 ist er jetzt, nur noch 1000. Und er ist weg. Der ist einfach gone. Elise hat ihn. Und jetzt geht man hier natürlich nochmal mit einer magischen Reise raus. Das war quasi eine All-Inclusive-Reise mit einem Nash als Abschluss. Den gab es oben drauf. Und das ist natürlich alles andere als angenehm für die Jungs von Samsung, die jetzt hier versuchen gegenzugehen. Aber siehst du diesen Schaden? QB wird angegangen. Expression geht da rein. Nochmal der Kuh von Corky. Der Cleanfeed will es nicht mehr sehen. Das ist zu schmerzhaft. Kindred Ultimate. Endlich Sandra wieder am Leben. QB hat echt einen Freifahrtschein. Kriegt nochmal Schaden. Aber kommt nochmal raus. Und mein Gott, auch der Schaden gegen Trundle, der ist einfach immens. Ja, Samsung kommt dann nochmal mit dem Schrecken davon, aber nachdem man gerade schon so viel verloren hat, dann reicht das natürlich nicht mehr. Man müsste jetzt hier 2, 3, 4 Leute abhauen und es sieht nicht danach aus. Lonzo jetzt mit dem 4. Drachen, den Nash haben sie auch schon. Und Samsung hat hier gerade, ja, Hochwasser. Da geht gar nichts mehr. Die müssen sich jetzt hier was einfallen lassen. Wie willst du dieses Game noch gewinnen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gucken wir das nochmal an. Crone mit einem Face-Check. Ja, wenn gar nichts mehr geht, dann geht halt das. Hat da auch noch geheilt, das war natürlich auch fantastisch. Also, wow. Nicht ganz so gut an dieser Stelle, aber es geht hier schon weiter. Wir kriegen die Wiederholung nicht mehr rein und gibt euch das. Jace hat sich dazu entschieden, sein Last Whisper auszubauen. Interessante Wahl. Hätte mir tatsächlich nochmal einen Hex-Drinker gewünscht oder sowas in der Richtung. Einfach wegen diesen nochmal 10% Rüstungsdurchdringung, die einfach unglaublich zwiebeln würden. Aber ich frage mich auch so ein bisschen, wogegen er den Last Whisper eigentlich gebaut hat. So. Der ist halt keine Rüstung. Der ist hier komplett boosted. Komplett doof. Letzter Atemzug funktioniert gegen Bonus Rüstung. Die Gegner haben kein Rüstungsalter. Keins. Jetzt haben sie eins. Okay, jetzt ist alles wieder worth. Okay. Halten uns da nicht auf, weil bei sowas da, da übertreibt man es gerne auch mal mit der Genauigkeit. Aber hier einen letzten Atemzug zu kaufen gegen jetzt ein Seeker Guards ist halt wirklich, ich hatte es gesagt, die Gegner können keine Rüstung kaufen. Warum kaufst du deinen letzten Atemzug? Es bleibt sein Geheimnis, aber solange der Schaden so immens ist, ist das doch alles egal. Er hat jetzt maximales Mana, er hat einen Blue Buff, er hat Muramana. Das tut halt einfach doppelt, dreifach, fünffach weh. Frave kickt das jetzt ja auch mal ins Gesicht. Mein Gott, der Dem. Oh mein Gott, Crone. Es tut mir leid, dass ich hier nur rumstöhne, aber das ist doch einfach vom Zusehen schmerzhaft. Koko kann da hinballern, wo er will. Wenn 5 Leute da rumstehen, triffst du fast immer was. Oh mein Gott.
Dass er den letzten Atemzug. Oh! 1 gegen 3 nochmal mitgenommen. Und jetzt versucht man da. Hat den Stun auf Vermischen, aber Coco kommt nicht vorbei. Der Trundle Pillar rettet dann aber. Aber guck mal, wie aufgescheuchte Hühner rennt hier Samsung über die Map. Sie probieren natürlich jetzt irgendwo hier nochmal einen Fight zu finden. Aber wie und wo und was überhaupt? Coco mit dem nächsten Hit. Vielleicht wieder Half-Life, kann sofort wieder in die Base, dass sie jetzt wirklich eher einen Turntorb schießen für ihn. Der Clean Feed auch wieder ein bisschen am Längen, aber es spielt keine Rolle. Wir können uns erahnen, was hier vorgeht. Nämlich ein Jace auf einer absoluten Rampage. Jetzt nochmal in die Base, dann hoch zum Top-Lane-Turret. Währenddessen am besten noch einen Slow-Push auf Top-Bot und Mittearm. Das ist easy, weil man hatte eben die Inhibs. Und wir sehen es im Vision. In Minute 28 kommt er langsam sein Ziel näher, den Verschlinger zu finishen. Aber sagen wir mal ganz, ganz ehrlich, das ist Lichtjahre zu spät. Lichtjahre. So, dass er letzter Atemzug ausgebaut hat, um den hier, der Kindred Ultimate, zu verringern, das ist alles schön und gut. Aber dass er den, das Item überhaupt gebaut hat, das ist halt einfach ganz. So, was baut er jetzt? Was ist das denn? Soll Richtung Sterax aufgehen? Ist für mich in Ordnung. Kann man durchaus machen. Warum nicht, ne? Wer nicht will, der hat. Und wer hat, der will. So, Maoka jetzt oben dabei, eben die Wave schon mal zu preparen. Jace ist auf dem Weg. Man darf natürlich auch nicht Corki außer Acht lassen mit Trinity Force Infinity Edge. Hat nochmal einen super Trank dabei. Und dazu hat eben auch noch eine Quecksilberschärfe. Auf Edis sehen wir, die Maske lange, lange nicht mehr gesehen. Dann allerdings meistens sinnvoll in Kombination eben mit den Magiedurchdringungsschuhen. Ich bin kein Fan von den Items, bin ich ganz ehrlich. Da finde ich Realize die deutlich bessere Variante, weil es halt einfach diesen extra Slow gibt. Leandris im Late Game wäre natürlich gegen Tanks wieder sinnvoll, aber im Gegnerteam gibt es kaum Tanks. Also Longview mit, ja, merkwürdigen Item-Entscheidungen, aber mit einem wunderschönen Makro-Play. Hier haben jetzt schon zwei Nimit am Down. Wie gesagt, 4 Drakes haben sie schon. Sie müssen hier nichts überstürzen. Einfach chillen, warten und den Inhibitor-Turret nehmen. Den gibt es hier gleich garantiert for free. Coco, ja, der will jetzt hier so ein bisschen green, expression tank. Das war auch so, der kommt, aber Turret ist schon weg. Jetzt geht Elisandra rein. Und er wird auf sich selbst viel Schaden auf Coco, der überlebt nochmal. Ist das hier den Fight, den Samsung brauchte? Ist hier nicht so aus, als kämen sie da nochmal ran. Krone, der lädt den Bogen hier bis zum Maximum auf, aber das reicht ja einfach nicht. Und guckt ihr das mal an. Das sind halt zwei Inhibitor Lanes, die hier einfach reinpushen und ich weiß nicht, ob man da weggehen sollte. Im Endeffekt, ich hab's gesagt, Lonzo hat nicht viel hier, was sie riskieren müssten. Also dann doch besser nochmal in die Base gehen, nochmal einen Pot schlucken und dann auf zum fünften Drake, den ordentlich preparen. Ist wahrscheinlich die bessere Option, als hier für den Inhibitor zu greenen. Machen das hier durchaus gut. Das Bart, das stirbt, war übrigens eine Heldentat, weil er Mika jetzt nicht auf sich selbst gecastet hat, sondern noch auf Coco, damit der noch überlebt. Ansonsten hätte er vielleicht sogar noch weggekommen. Hat hier auch noch Flash-Up. Also da war einiges drin. Ein schöner Fight für Samsung, die da mit der Lissandra Flash Attacke quasi gespielt haben. Es steht nur 4-2, aber dieses Spiel ist trotzdem ein sehr, sehr ansehnliches, weil man bei Longso einfach den Zug dahinter spielt. Ne? Die Jungs wollen und die Jungs können. Und das ist etwas, was wir bei ihnen lange, lange vermisst haben. Sie sind in der Tabelle deutlich unter Samsung. Deutlich. Und Koke, der geht jetzt oben einfach durch und guckt dir mal den Damage an gegen Core JJ. Der wreckt da natürlich jetzt nicht wirklich gegen mit seiner Ultimate. Braucht er gleich ein paar Auto-Attacks. Man hat jetzt gleich den Inhibitor. Da muss jetzt der Fight kommen. Aber der Greenfeed, der will es nicht wahrhaben. Der Inhibitor stirbt er. Nein, an diesem Mini noch nicht. Jetzt will die Sandra rein. Wunderlings City Chaser ist im Fokus. Wo geht er hin? Geht er über die Wall? Nein, er traut sich nicht. QV in der eigenen Ultimate. Aber Koko, der macht Schaden von Omi. Hier kommt die Kindred Ultimate. QV steht da drin. Die werden alle nochmal Leben kriegen, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Jetzt geht er rein. Heikela, der 2 Kills hat er schon mal. Hinten hat Corki sich doch reingegönnt. Und Coco, der wird da jetzt den Deckel drauf machen. Triple Kill an dieser Stelle. Und Longsu mit einem 5-0 Ace rasieren einmal durch. Samsung, zack, die hatten hier keine Schnitte. Haben sich in der Pick- und Bandphase pfeifen lassen und wurden dann einfach ein bisschen vorgeführt. Corki noch mit den Suicide. Ob das notwendig war, das weiß ich nicht. Spielt allerdings auch keine Rolle. Longso gewinnt das erste Game vom zweiten Best of 3 des heutigen Tages. Und das souverän, man muss es einfach so deutlich sagen. Super schönes Spiel.